Starke Leistung bis hierhin, ja. Und warum soll es heute eigentlich nicht so weitergehen? Denn der SC Freiburg 2 gewinnt in dieser Saison am liebsten zu Hause. 6 der 9 Siege haben die Breisgauer im Dreisamstadion eingefahren. Mal sehen, ob es heute auch wieder klappt. Und er ist der Architekt des Erfolgs. SC-Trainer Thomas Stamm kann heute allerdings nicht auf alle seine Stammkräfte zurückgreifen. Torwart Atubolo, Röhl, Schmidt und Wagner sind mit den Profis im Trainingslager. Neuzugang Pfarrer nimmt erstmal auf der Bank Platz. Freiburg in Rot. Auf geht's ins Fußballjahr 23. Und das ist Julian Stark. Erste Chance nach 8 Minuten. Mika Bauer leitet über links ein und findet Stark in guter Position. Und da hätte durchaus mehr draus werden können. Aber der SC Verl, der versteckt sich hier nicht. Hohes Pressing und Freiburg lässt den Gästen dann einfach zu viel Platz. Joel Grodowski hat schon mal ein Jahr beim FC Bradford City in England gespielt. Hier aus 20 Metern ein erstes Ausrufezeichen des SC Verl. Die Gäste sind hier um Spielkontrolle bemüht. Aber das hier, das ist zulässig. Niklas Tiede. Mensch, 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 was war das denn? Tiede mit dem Patzer und Vincent Vermey. Ja, das wär's gewesen. Freiburg wittert jetzt, da geht was. Und es geht wieder über Vincent Vermey. Der wird nicht entscheidend gestört. Makenga, Vermey. Ja, so einfach kann Fußball sein. Vincent Vermey, der hebelt mit einem einfachen Doppelpass die Ferler Abwehr aus. Läuft beim SC. Freiburgs Stärke ist ja das Umschaltspiel, also erstmal den Ball erobern und dann ab nach vorne. Aber wenn dabei was schief geht, kann es auch gleich mal gefährlich werden. Tom Bark, und das war knapp. 22 Meter Entfernung. SC-Keeper Sauter hat aber alles im Blick. Das Spiel, das schwappt jetzt hin und her. 36 Minuten sind rum und das ist Julian Stark. Ji-Han Lee, und da ist noch etwas Luft nach oben. Allerdings, die Schussposition des Koreaners, die war keine schlechte. Freiburg jetzt trotzdem am Drücker. Und das ist die beste Chance der ersten Hälfte. Philipp Fahner. Klar, da ärgert er sich. Denn so frei und unbedrängt kommt er nur selten zum Kopfball. Aber es bleibt beim 0:0. Pause in Freiburg. Und da gibt es dann doch schon ein bisschen Gesprächsbedarf, denn für den SC ist hier deutlich mehr drin als ein Unentschieden. Rein in den zweiten Durchgang, 5 Minuten rum. Wiglöf hat Raum und Zeit und er schaut und er sieht Julian Stark. Und wieder so eine Chance. Und so langsam kann man das schon als fahrlässig bezeichnen. Positiv ist, dass Stark immer wieder anspielbar ist, nur rein muss er irgendwann auch. Der Ball. Verl spielt weiter mit und der SC Freiburg verteidigt weiter luftig. Die Abstände, sie sind zu groß und das kann sich rächen. Doch hinten steht bei den Breisgauern Niklas Sauter im Tor. Zografakis mit der bisher besten Chance für den SC Verl. Thomas Stamm ist nur so semi-zufrieden heute, denn die Chancenauswertung seiner Mannschaft, die stimmt bisher nicht. Dann die 68. Minute und jetzt wird's kurz mal unübersichtlich. Und dann ertönt ein Pfiff. FIFA-Schiedsrichter Marco Fritz zeigt auf den Punkt. Und keiner weiß so genau, warum. Aber der Freiburger Treu trifft hier den Ferler Krodowski am Fuß. Nur leicht, aber der Kontakt ist da. Winko Sabina lässt sich diese Chance vom Punkt nicht entgehen. Ferl führt mit 1:0 in Freiburg. Sabina. Der 27-Jährige, der das Fußballspiel in der Jugend des VfB Stuttgart gelernt hat, bringt Verl gegen Freiburg in Führung. Freiburg jetzt stürmisch. Und dann werden die Männer in Rot mal so richtig sauer. Wiglöf zieht ab und Mikic kriegt den Ball an die Hand und an den Arm. Und Schiedsrichter Marco Fritz, ja, der sagt, weiterspielen. Kein Elfmeter. Klare Fehlentscheidung, denn Mikic steht auf der Strafraumlinie und die gehört zum 16er. Die Breisgauer, die sind jetzt richtig wütend. Makengo kämpft sich frei, hat das Auge. Vermey, Wiglöf drüber. Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Nachdem sich Makengo auf der linken Seite stark durchsetzen kann, ist es Vermey, der den Ball perfekt auflegt. Und Oskar Wiglöf semmelt das Ding aus 5 Metern drüber.
Nachspielzeit 90 plus 4. Vermey, Tiede, Bräunig, drehen das Ding! Fußball verrückt im Breisgau! Freiburg auf der letzten Rille zum Ausgleich! Zentner Lasten fallen von der Mannschaft ab. Vincent Vermey. Er schraubt sich hoch und dann steht der eingewechselte Maximilian Bräunig einfach richtig. Thomas Stamm flippt aus und dann ist auch schon Schluss. Ich bin vor allem zufrieden mit der Leistung von unserer Mannschaft. Ich denke, wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft. Der Elfmeter ist ein bisschen unglücklich, weil ich denke, dass Ferl nicht viele Chancen aus dem Spiel raus hatte und wir eigentlich uns nur vorwerfen können, dass wir die Chancen vorne nicht genutzt haben. Und am Ende nehmen wir den Punkt dann mit, weil ich denke, der ist hochverdient. Wir kommen jetzt aus einer langen Vorbereitungsphase. Da sind noch nicht alle Mechanismen so drin, auch bei den Jungs. Von daher, wir werden auch Spiele haben, wo wir diese Effizienz haben. Heute war es nicht so. Wenn wir effizient gewesen wären heute, dann wären es sicher 3 Punkte gewesen. Ja. Schlussendlich ist das 1:1 ein gerechtes Ergebnis. Und mit dem Punkt kann der SC Freiburg auch gut leben.